Teile in der Datenbank anlegen. Teile sind verschiedenen Kategorien untergeordnet. Über Login, Shop, kann man schon erkennen, hier sind schon zwei Gruppen angelegt. Wir legen jetzt in der Elektronikgruppe ein Elektronikteil an. Lieferanten neu, entweder es kommt, wird aus der vorgegebenen Liste ein Lieferant ausgewählt oder es muss ein neuer angelegt werden. Der Lieferant sollte immer eingebunden werden. Abteilung Elektronik, Hydraulik, das sind diese Kategorien, welche schon angelegt sind. Jedes Ersatzteil muss einer Kategorie zugeordnet werden für die spätere Ausfilterung. Name ist klar, der Teilename, Gewicht für den Versand. Bild einbinden ist auch klar. So, Lieferant anlegen. Nein, Lieferant. Wilhelm Löffler, Abteilung, Elektronik, Name, Leiter, Latte, Sensor, für Wegmesser. Gewicht 0,5 Kilo. Den Versand wichtig. Preis. Der Preis muss ermittelt werden. Der kostet in diesem Fall 3 bei 5 Euro. Bilddatei hinzufügen. FE3. Leiterplatte 1. So. Es kann dazu, es wird dazu bezeichnet, was diese Leiterplatte kann. Leiterplatte. Hier. Die Sensorik an dem Fahrwerk zum Bewegen der Maschine vor und zurück. So, hier kann noch ein Bildordner hinzugefügt werden. Eine Zusatzinformation speichern. Nun ist dieser Sensor angelegt in der Kategorie Elektronik. Über Bearbeiten kann die Kategorie wieder entsprechend geändert werden. So, Leiterplattenwegmesser habe ich schon falsch geschrieben. Na. Wegmesser. Der Lieferant, welcher schon diesem Datensatz zugeordnet ist, ist hier eingetragen und kann nicht verändert werden. Der kann auch nicht gelöscht werden. Er kann nur von einem anderen Lieferant überschrieben werden. Abteilung. Abteilung ist Elektronik. Hier gibt es drei Varianten. Einmal, wie hier, der eingegebene Wert, der in der Datenbank angelegt ist. Oder hier das Auswahlmenü. Oder man kann sogar einen eigenen Herstellung. Eine eigene Untergruppe anwählen, eingeben. So. Ist diese Bilddatei nicht mehr gewünscht, kann dies an dieser Stelle über dieses Listenfeld einfach gelöscht werden, damit wird es auch aus der Datenbank gelöscht. Damit haben wir jetzt diese
Artikel, halt, das war verkehrt. Jetzt haben wir diesen Artikel entsprechend angepasst. Speichern. So, Logout. Hier über das Bild kann man dann diese, angeklickt, kann man diese sinnvolle Ansicht betrachten. Neues in Elektronikteile. Hier ist zu erkennen, die Artikelnummer hat sich automatisch entwickelt. Zusatzinformation. Hier ist einmal diese Kurznachricht und hier ist einmal zurück zur Elektronikübersicht. Ist eine Zusatzinformation über externe Datei eingegeben, wird auch dieses hier möglich sein zum Ansehen.